Moin Leute, hier ein neues Unboxing von mir und zwar die PS5 wurde gerade geliefert. Die ersten, die geliefert wurden, wurden durch DHL geliefert. Einmal Saturn und Mediamarkt. Mehr habe ich dann auch nicht, aber die wurden schon geliefert. Und ja, machen wir jetzt erstmal direkt eine auf. Bin selber mal gespannt und schauen wir einfach mal. Es wird auch ein reines Unboxing, nichts großartig mit etc. etc. mit Hardware oder so. Ein bisschen was werde ich sagen, aber nicht viel. Es wird erstmal reines Unboxing. Den Rest muss ich selber erstmal schauen. Wie gesagt, die Konsole habe ich natürlich noch nicht in Betrieb gehabt, weil das natürlich alles neu ist. Und da muss man natürlich erstmal schauen. Aber die Konsole, wie gesagt, ist halt ein Monstrum, ist halt riesengroß, wiegt auch recht gut was. Die Xbox Series X zum Beispiel hat mehr Speicher, und zwar 1 Terabyte, natürlich ist ein Teil belegt. Und hier hat die PS5, hat leider nur 825 GB internen Speicher. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, aber ist leider so. Ich muss mal eben kurz hier wieder ein bisschen variieren hier. Moment. Ja, das muss man eben runternehmen, geht leider ja nicht anders, sorry. So, die Verpackung natürlich behalten, wenn es geht. Aufgrund halt, dass man sie eventuell zurückschicken muss. Man weiß ja, es gibt auch schon einige Fehlmeldungen und so. Deswegen schauen wir einfach mal, wie es bei mir aussieht dann. Aber ich hoffe einfach, dass das einfach gut läuft. Man sieht hier 8K, hier oben steht hier oben 8K. Hier oben einmal 4K 120 Frames HDR. Hier natürlich noch ein paar andere Eckdaten auf der Packung drauf. Ist auch, wie gesagt, verdammt schwer. Man kann die halt legen, man kann die senkrecht stellen. Das tut der Kühlung nicht schlecht oder so. Das ist kein Nachteil. Das ist egal, wie ihr es legt. Ich werde die wahrscheinlich auch wieder so hinlegen, weil ich bin der Meinung, wenn man die hinstellt, kippt die Flächen ja um, obwohl der Fuß hier mit bei ist. Ein Controller und ja, play like never before. Da wollen wir erstmal sehen, ob das wirklich so ist. Wie gesagt, ich werde es erstmal jetzt nochmal unboxen hier. Der Kleber ist schon mal los, das ist schon mal lustig. So, hoffentlich habe ich dann kein Montagsmodell erwischt, das ist ja auch immer so eine Sache. So, okay, die Packung ist jetzt mal so separat, ich stelle die hier zur Seite. So, da haben wir jetzt hier nur eine weiße Kiste, mehr auch nicht. Lass mal jetzt hier anboxen, muss ich mal gucken, wenn die alles vom Tisch fliegt, ist mir gerade egal. Keine Zeit, keine Zeit. Wir wollen das Ding aufbauen, installieren, spielen, zocken, alles. So, okay, das ist schon mal hier. Oben draufgelegt, die Sachen. Ja, geil. Gut, habe ich falsch ausgepackt. Also sollte man es auf jeden Fall nicht auspacken. Von oben. So. Ich nehme das mal eben erstmal alles raus. Ist ja eh nur eine weiße Verpackung. So. Boah, ist die schwer. So, da liegt sie. So, erstmal die Schutzdinger weg. Das sieht schon mal okay aus. Sieht schon mal heiler aus, sagen wir es mal so. Das ist schon mal gut. Wenig Plastik finde ich auch gut. Also, wenn die Verpackung ist ja heutzutage so eine Sache, ne? Das ist ja mittlerweile. So. Da ist sie. Ja, alles gut wegpacken. Wie gesagt, wieder Verkaufswert, Garantie, alles wegpacken, gut. Das ist sie, so werde ich sie dann auch hinstellen. Ist mir vielleicht gerade ein bisschen schlecht, dann lege ich die mal kurz hin. Also, hier haben wir einmal USB-Anschluss, müsste, was ist das? SS-Anschluss, was ist das? Keine Ahnung. Anknopf, Eject hier einmal, ist ja die Laufwerkversion. Eject für Laufwerk, hier Power. Hier. USB 3, LAN-Anschluss, HDMI 2.1. Wenn ihr das alles genießen wollt, Maximum müsst ihr halt wahrscheinlich einen neuen Fernseher kaufen mit Unterstützung von 4K 120 Frames bzw. 120 Hertz und dann HDMI 2.1 Anschluss. Sonst funktioniert das nämlich nicht, leider. Und hier sind noch die anderen Sachen: Anleitung, Garantie. Das ist eher uninteressant. Den Controller, den haben wir hab ich schon andersweitig mal angeboxt. Das soll sehr, sehr empfindlich sein, aber halt auch sehr, sehr gut. Hier noch ein bisschen, wie gesagt, ja, dass der Grip ein bisschen besser ist, haben sie ein bisschen gekörnt, sagen wir es mal so. Aber wie gesagt, liegt sehr gut in der Hand. Ist ein bisschen größer als der PS4-Controller. Aber wie gesagt, man hat auch gesagt, PS4-Controller kann man an PS5 betreiben, aber nur die alten Titel, die neuen Titel, die die neuen Controller unterstützen, kann man nicht mit PS4-Controllern spielen. Das sei noch dazu gesagt. Netzkabel. HDMI, es gibt auch ab und zu Probleme mit HDMI-Kabeln. Wenn ihr alte HDMI-Kabel habt, müsst ihr am besten das hier von der PS5 nehmen.
Wenn das nämlich nicht funktioniert, wenn ihr irgendwie Übertragungsfehler kriegt oder so an eurem Fernseher, nehmt ein anderes neues oder nehmt halt das von der PS5. Es kann sein, dass die alten Kabel nicht gut funktionieren oder halt eben Störungen verursachen. Das ist auch wichtig, das hatte ich nämlich auch schon mal. Hier ist der Standfuß, beziehungsweise man kann das ja dann legen. So, da ist er einmal. So, mal gucken. Hier kann man drehen, hier ist so eine Schraube. So, ich muss natürlich ohne Anleitung alles stehen noch. Brauche ich eh alles raus. So, anscheinend, ich wollte gerade sagen, Batterien sind gleich dabei. Haha, das ist auch Akku beim Controller. So, mal gucken. So, Kurzanleitung, da sind wir dabei. Hier ist nochmal alles erklärt. Hier sieht man nochmal alles. Hier Pernökel fürs Legen. Hier einmal, dass man das hier anwenden soll. Den Ständer hier zum Hinlegen. Hier die Anschlussmöglichkeiten. Ja, das ist eigentlich gut beschrieben. Kann man eigentlich, da kann man eigentlich nichts falsch machen. So viele Anschlüsse sind da nicht. Von daher ist das schon ganz okay, würde ich sagen. So, ich mal eben kurz gucken hier. Da muss man natürlich vorsichtig sein, nicht, dass hier gleich direkt zur Rocker alles. Also, der Standfuß. Also, man kann einmal natürlich dann das, hier ist dieser Pönökel, der hier, das, wenn ihr das hinstellen möchtet, müsst ihr den Pönökel rausnehmen, dort dann einführen und hier ist dann hier unten noch die Schraube drin. Aber da ich das Ding nicht hinstellen möchte, ja, werde ich das dann halt hinlegen. Aber ich muss, glaube ich, doch mal kurz die Anleitung nochmal zu Gemüte führen, weil ich sehe gerade diesen Dings nicht hier. Moment, kommt gleich, keine Panik, alles frisch, alles neu. Also nochmal kurz in die Anleitung schauen. Ist ja kein Problem. Tut ja nicht weh. So. Also. Menü ist auch noch ein bisschen, also ist fast gleich identisch mit der PS4. Sieht hübscher aus, aber einige Sachen sind halt noch anders. So. Also, wenn ihr das hochkant stellen möchtet, müsst ihr erst den Pönökel rausziehen. Unten hier ist dann einmal die Schraube drin. So, die müsst ihr dann einmal rausnehmen hier. Hier ist die drinnen, die Schraube. Dann könnt ihr das hier halt unten rein, hier durch, da rein. Dann habt ihr das halt hochkant, kein Problem. Aber das brauche ich jetzt, glaube ich, nicht zeigen. Das kommt dann irgendwann anders. Wenn ich sie hinlegen möchte, also waagerecht stellen möchte, muss ich das hier machen. Das, hier sind die Haken. Hier sind die Haken. So, dann muss man halt das zwischen den Zeichen machen. Das heißt, Moment, wo sind jetzt die Zeichen? Das ist hinten, das ist ja richtig. Nee. Sag mal. Ich eben noch gesehen. Die Sonne blendet gerade ein bisschen so. Hier sind die PS-Zeichen hier einmal. Und zwischen diesem Raum sollt ihr das dann halt anklicken. Wenn das dann auch richtig ist. Sieht zumindest so aus. Genau, es passt dann auch genau auf die beiden Vierecke hier. So, genau. Und dann könnt ihr es eigentlich ganz normal jetzt hinlegen. Und zwar so. So, so liegt die dann. So könnt ihr die. Ist das richtig? Ich hoffe schon. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es nicht ganz richtig ist. Moment. So ist das richtig. Hätte ich, muss das noch eben noch drehen. Nicht so, es muss schon richtig aufliegen hier, ne? Sonst wird das nichts. Also es muss schon richtig aufliegen hier. Sonst war eben noch Hohlraum, das ist ja nicht richtig. So, jetzt liegt es nämlich richtig. Jetzt sind wir auch richtig waagerecht. So soll es sein. So, sehr schön. Jetzt schließe ich sie einfach an, HDMI ran, LAN ran, Strom ran und dann gehe ich da selber ran. So sieht es mit mir aus. Danke fürs Zusehen, das soll es gewesen sein. Ich bin selber ein bisschen aufgeregt und deswegen... Ja, weitere Videos folgen. Yeah, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Und nicht vergessen, die CX-Sender-Stuff ist Copyright. Ne? Wie immer. So, bis denn. Tschüss.